und rufe auf den Tagesordnungspunkt 72. Das ist der Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Chancen der Digitalisierung nutzen, 207734. Es ist der Setzpunkt der Christlich-Demokratischen Union. Und insoweit darf ich erteilen das Wort dem Kollegen Feilemann für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich denke, nur wenige Themen haben in den vergangenen Jahren die Schulgemeinden so sehr mobilisiert wie die Digitalisierung. Vollmundige Ankündigungen des Bundes mit vordergründig verlockender Mittelausstattung haben zu einer Erwartungshaltung geführt, die nur sehr schwer zu erfüllen ist. Digitale Schule Hessen ist für uns das Angebot, Dankeschön, die Schülerinnen und Schüler fit für eine digitale Gesellschaft zu machen. Und Ziel muss es dabei sein, in möglichst gleichen Schritten flächendeckend durch entsprechende Vorgaben dem Anspruch an die Digitalisierung des Unterrichts gerecht zu werden. Möglichst viele Schulen, im Endausbau natürlich alle, sollen gleichermaßen profitieren und keine Region soll abhängen. Eine grundlegende Voraussetzung ist natürlich der Einsatz der verfügbaren Mittel. 5 Milliarden €, die der Bund für 5 Jahre zur Verfügung stellt, ist zunächst eine Summe, die blenden kann. Aufgeteilt auf die Bundesländer kommt eine durchaus überschaubare Summe für jedes Land dabei heraus. Und Hessen hat im Vergleich der Länder die meisten zusätzlichen Mittel aufgeboten und den Betrag von rund 372 Millionen € auf rund 500 Millionen € aufgestockt. Damit erhöhen wir die mit dem Bund vereinbarte Eigenbeteiligung von 10% auf 25%. Man kann nun über die Höhe des Betrages streiten. Unbestritten ist allerdings, dass Hessen damit klar die Bedeutung der Digitalisierung im schulischen Bereich für die politische Handeln der Regierungsfraktion und der Landesregierung hervorhebt. Der Digitalpakt des Bundes und das Programm Digitale Schule Hessen versetzen das Land und die Schulträger in die Lage, mehr als nur kleine Anfangszeichen auf dem Weg zum digitalen Unterricht zu setzen. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden, soweit sie eine klare Linie folgend eingesetzt werden, zu einem klar erkennbaren Fortschritt in der Digitalisierung führen. Ich weiß natürlich, dass bei allem, was ich gleich noch näher ausführen möchte, von Seiten der Opposition nur gesucht wird, ob es noch irgendwas gibt, was nicht hundertprozentig umgesetzt ist, um dann das Versagen der Landesregierung zu geißeln. Sicherlich taucht wieder der Vorwurf auf, dass für die Schulen durch die Verzögerung bei der Einführung eines zentralen Videokonferenzsystems unhaltbare Belastungen entstehen. Eine entsprechende PM haben Sie ja schon in den letzten Tagen auf den Weg gebracht. Hier kann ich Sie allerdings beruhigen. Den Schulen entstehen durch die Verzögerungen im Vergabeverfahren keine Nachteile, und sie können wie bisher weiterarbeiten, da die Lizenzkosten für genutzte kommerzielle Systeme weiterhin durch das Land übernommen werden. Diejenigen öffentlichen Schulen, die auf kein Videokonferenzsystem des Schulträgers zugreifen können, erhalten über die staatlichen Schulämter weiterhin die Möglichkeit, mit Landesmitteln eigene Videokonferenzlösungen zu verlängern. Das Thema Endgeräte für Lehrkräfte ist auch ein Dauerbrenner der Kritik. Aber auch hier müssen wir sehen, da hat das Land die Bundesmittel auf 50 Millionen € aufgestockt und für die Bestellung der Endgeräte durch die kommunalen Schulträger gesorgt. Gleichwohl besteht für Lehrkräfte keine Verpflichtung zur Übernahme eines Leihgeräts. Die Lehrkräfte haben weiterhin die Möglichkeit, ihr privates Endgerät für den Unterricht zu nutzen. Aber der Unterricht, gerade während der Corona-Pandemie, erfordert den flexiblen Einsatz von mobilen Endgeräten. Schulen erhalten deshalb die Möglichkeit, aus den Gerätebeständen der Leihgeräte für Lehrkräfte Pools zu bilden und diese als Dauerleihgabe an Lehrkräfte oder flexibel als Kurzzeitleihgabe für den Unterrichtseinsatz zur Verfügung zu stellen. Ein auch immer wieder gern gemachter Vorwurf, wenn es um Digitalisierung geht, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei dienstlichen E-Mails. Aber hier muss man sehen, dass die E-Mail-Adressen für Lehrkräfte sicherheits- und datenschutzkonform unter Einbindung der zuständigen Aufsichtsbehörde entwickelt wurden. Und die Feststellung des Schutzbedarfs nach BSI ergab einen hohen Schutzbedarf für das Verfahren und erfordert aus diesem Grund weitere Maßnahmen zur Absicherung der Mailkonten. Eine der Maßnahmen ist die Eingabe zweier voneinander unabhängiger Sicherheitsfaktoren im Unterschied zu der Anmeldung mit nur einem Passwort.
Über die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird die Echtheit der Identität sichergestellt und die Zugriffssicherheit auf besonders schützenswerte Daten erhöht. Dies muss allerdings, um das Höchstmaß an Sicherheit herzustellen, auf zwei verschiedenen Geräten erfolgen. An diesen drei Beispielen sei aufgezeigt, dass jede Maßnahme auch ihre berechtigten Hintergründe hat. Ich gestehe Ihnen auch zu, dass Sie als Opposition, auch wenn es angesichts einer guten Leistung der Landesregierung nicht einfach ist, negative Punkte herausarbeiten müssen und ohne Rücksicht auf die generelle oder zumindest rasche Umsetzbarkeit einzubeziehen, anprangern müssen. Da es aber immer dieselben Punkte sind und sich trotz neuer Erkenntnisse mangels anderer Punkte an Ihrer Kritik nichts ändert, sehe ich uns auf einem guten Weg. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen natürlich auch die Bilanz entgegenhalten, die ich angesichts der für dieses Thema knapp bemessenen Zeit in wenigen Sätzen darlegen möchte. Zum Digitalpakt. Sie erinnern sich, auf 500 Millionen seitens des Landes aufgestockt. Und die kommunalen Schulträger haben mit Stand vom 17.12.21 ihr jeweiliges Kontingent des originären Digitalpakts von insgesamt rund 410 Millionen Euro, schön wär's, durch entsprechende Anträge vollständig belegt. Bei den ergänzenden Annexen 1 bis 3 wurden die Bundesmittel auf jeweils 50 Millionen Euro durch das Land aufgestockt. Im Einzelnen sieht es so aus, im Rahmen des Annex 1, Sie wissen, Sofortausstattungsprogramm für Schülerendgeräte, ist die Beschaffung über ECOM 21 gelaufen und rund 87.300 Tablets und Notebooks wurden über die kommunalen Schulträger und Ersatzschulträger beschafft. In der Regel waren es iPads. Das Programm ist abgeschlossen. Annex 2, das Supportprogramm, insbesondere zur Förderung der Qualifikation von IT-Administratorinnen und Administratoren. Hier sind 2021 Anmeldungen mit einem Antragsvolumen von rund 1 Million Euro eingegangen. Weitere Antrags- und Auszahlungstermine folgen in verstärktem Umfang in den Jahren 2022 und 2023, sukzessive einhergehend mit der Einstellung und Weiterbildung des Personals. Annex 3, Leihgeräte für Lehrkräfte. Ein immer wieder angesprochenes Thema. Alle ursprünglich geplanten 63.800 Bestellungen bei der ECOM 21 durch die öffentlichen Schulträger sind erfolgt und davon sind bereits 99% der Geräte ausgeliefert. Soweit, meine Damen und Herren, zum Sachstand der einzelnen Ausstattungsprogramme. Allerdings muss jedem klar sein, dass Digitalisierung nicht zuallererst in der Ausstattung mit Endgeräten besteht und nicht allein deren Anzahl bereits einen guten digital gestützten Unterricht ausmacht. Die technische Ausstattung mit Hardware muss einhergehen mit der zeitgemäßen Infrastruktur zur Anbindung an das Internet. Hier sind die Schulträger gefordert und mit aller Kraft dabei, dies umzusetzen. Aber auch dann sind wir noch lange nicht am Ziel angelangt. Auch die passende Softwarelösung für jeden Bereich muss vorhanden sein und vor allem müssen die Lehrkräfte darin geschult sein, die digitalen Komponenten pädagogisch sinnvoll in den Unterricht einzubauen. Lassen Sie mich hier ohne den Anspruch auf Vollständigkeit noch einige Beispiele anführen. Mit dem Schulportal Hessen wird eine digital-pädagogische Lern- und Arbeitsplattform von Landesseite angeboten, welche die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern und den sicheren Austausch von Unterrichtsmaterialien und Lernergebnissen ermöglicht. Unter anderem werden auf dem Schulportal zum Beispiel durch die hessischen Medienzentren Module mit digitalen Lerninhalten wie die Mediathek EduPool und die Lernplattform MatheRetter angeboten. Um ein paar Zahlen zu nennen, auf der Plattform MatheRetter findet man mehr als 300 Videos und Lernprogramme, 250 Lernchecks und 300 Arbeitsblätter für die Sekundarstufe 1. Über den EduPool der 30 Medienzentren, die für die Beschaffung der Medien dezentral in Hessen zuständig sind, bietet ein großes Medienzentrum, wie zum Beispiel Frankfurt, etwa 4.000 Online-Medien und 1.000 haptische Medien zum Verleih, respektive zum Streaming oder Download an. Bei einem kleineren Medienzentrum, wie zum Beispiel Korbach-Frankenberg, sind es immerhin noch ca. 900 Online-Medien und 1.000 haptische Medien. Das Portal wird permanent ausgebaut und wird perspektivisch weitere Funktionen enthalten. Ich könnte Ihnen eine Fülle weiterer Angebote an Medien aufzählen, was den Zeitansatz der Rede allerdings überstrapazieren würde. Meine Damen und Herren, nein, ich habe es nicht vergessen. Selbstverständlich steht ebenfalls ganz oben auf der Agenda die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Auch hier laufen unterschiedliche Aktivitäten, die natürlich auch alle ihre Zeit benötigen. Eine Forderung, es müssen ja jetzt endlich mal die Lehrkräfte geschult sein, ist bei einer Personenzahl von rund 60.000 allerdings unrealistisch. Trotzdem haben alle Lehrkräfte, und dafür gebührt Ihnen unser höchster Respekt, in der Pandemie unter Einsatz digitaler Hilfsmittel eine herausragende Arbeit geleistet.
Lassen Sie mich zusammenfassend noch einmal betonen. Nur wenn folgende Schritte ordentlich miteinander verzahnt sind, kann ein homogenes Ganzes entstehen. Das ist die technische Ausstattung und IT-Infrastruktur, die pädagogische Unterstützung, die gute Ausbildung der Lehrkräfte und natürlich die Nutzung der Angebote gefahrlos durch die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Medienkompetenz und des Jugendmedienschutzes. Bei der Bewertung aller der digitale Schule ausmachenden Kriterien und vor allem unter Einbeziehung des durch die Pandemie bedingten ungeheuren Zeitdrucks bleibt alles in allem objektiv nur ein Schluss übrig. Das Programm Digitale Schule in Hessen für mehr Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung ist bereits ein Erfolgspaket und wird es auch weiterhin bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Feilmann. Nächster Redner ist der Abgeordnete Scholz für die Fraktion der AfD. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, Chancen der Digitalisierung nutzen für mehr Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung. Mit Verlaub, verehrte Landesregierung, nach der gestrigen zweiten Lesung unseres Gesetzentwurfs zur Erweiterung der Lernmittelfreiheit um einheitlich ausgestattete digitale Endgeräte für jeden Schüler ab der Jahrgangsstufe 5, welcher von dem bewährten Fraktionskartell in der letzten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses abgelehnt wurde und das ihm auch nach erfolgter dritter Lesung die Zustimmung verweigern wird, erscheint es der Titel Ihres heutigen Setzpunktes wie ein Ausdruck böser Ironie und ein Schlag in die Gesichter unserer Schüler, Eltern und Lehrer. Und darin betonen Sie die Bedeutsamkeit digitaler Vernetzung zur gleichberechtigten Teilhabe unserer Schüler an den Möglichkeiten der digitalisierten Welt. So viel zu Ihrem hehren Anspruch. Richten wir doch den Blick auf die Tatsachenlage Anfang des Jahres 2020, stellen wir fest, die hessischen Schulen waren in keiner Weise auf die eingetretenen Ausnahmezustände, welche ja nun bereits 2 Jahre anhalten, vorbereitet. Wir dürfen nicht vergessen, nur dank des selbstlosen Einsatzes engagierter Pädagogen und Eltern gelang es, einen Minimalstandard hinsichtlich der Unterrichtsversorgung aufrechtzuerhalten. Und nicht einmal der Mindestanforderung einer Danksagung hierfür genügt Ihr Entschließungsantrag, der nach unserem Dafürhalten ohnehin zur Gänze entbehrlich ist. Herr Professor Lorz, auch auf das Risiko hin, dass Sie es nicht mehr hören wollen. Es ist unsere Pflicht, Sie immer wieder daran zu erinnern, dass Sie im Verbund mit Ihrem grünen Koalitionspartner es bis heute nicht schafften, unsere Schulen den Erfordernissen des seit 2 Jahren auferlegten Ausnahmezustandes anzupassen. Zur Erinnerung, bereits vor fast exakt 9 Jahren legte das RKI ein Papier mit umfangreichen Handlungsempfehlungen für den Fall des Eintritts eines Pandemiezustandes vor. Die Bundestagsdrucksache trägt den Titel Bericht der Bundesregierung zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012. Gemäß der Verpflichtung, welche sich aus der Ablegung des Amtseides ergibt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, hätte es bedeutet, bereits zu jenem Zeitpunkt Maßnahmen zu ergreifen, um z.B. Pläne für Beschulungsformen im Ausnahmezustand auszuarbeiten, rechtlich zu verankern, ihre Umsetzung unter Mitwirkung der schulischen Akteure zu simulieren und parallel hierzu den erforderlichen Ausbau der digitalen Infrastruktur vorzunehmen. Das erfolgte nicht einmal im Ansatz. Ganz im Gegenteil, den Schulen wurden vielmehr über Jahre hinweg ein Sparkurs verordnet. Schüler und Lehrer wurden eben nicht in systematischer Weise mit den vielfältigen Erfordernissen digitaler Lehr- und Lernumgebungen vertraut gemacht, um beim Eintreten des Ernstfalles effizient und effektiv handeln zu können. Meine Damen und Herren, diese Tatsache
legen den Verdacht nahe, dass die verantwortlichen Akteure im Rahmen ihrer Amtsausübung sich nicht vollumfänglich an ihren einst abgelegten Amtseid erinnerten. Zu dessen Entkräftung reicht auch nicht der Verweis auf den 2019 geschlossenen Digitalpakt Schule nicht aus. Zwar ist es begrüßenswert, dass die kommunalen Schulträger ja letzten Endes auf den letzten Drücker sozusagen 82% der zur Verfügung stehenden 500 Millionen abgerufen haben. Originäre Aufgabe der Landesregierung wäre es indes gewesen, die Rahmensetzung zu einer nicht zuletzt pädagogisch sinnvollen Verwendung dieser Fördersumme vorzunehmen. Auch diesbezüglich haben Sie die Kommunen völlig allein gelassen. Kommen wir zu einigen Details Ihres Entschließungsantrages. Zu seinem Punkt 1 ist zu entnehmen, Zitat, die technische Anbindung und Ausstattung der Schulen, der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler müssen mit pädagogischen und didaktisch durchdachten Konzepten hinterlegt werden, die sich in der Lehrkräfteausbildung, Fortbildung und Weiterbildung niederschlagen. Zitat Ende. Einverstanden, meine Damen und Herren. Aber wo sind denn diese angemahnten pädagogisch und didaktisch durchdachten Konzepte? Auch nach zweijähriger Pandemieerfahrung gehören diese nicht zum Repertoire der schulischen Akteure. Der Ruf des Lehrerverbandes, der GEW, der Elternverbände nach zielgruppenspezifischen Konzepten blieb ungehört. Ein Beispiel. Mein Heimatkreis, der Main-Taunus-Kreis, investierte den überwiegenden Anteil der Fördersumme in die Anschaffung digitaler Tafeln. Eine digitale Tafel kann ihren Mehrwert gegenüber einer analogen Kreidetafel jedoch nur dann entfalten, wenn ein pädagogisches Konzept hinsichtlich ihrer Verwendung existiert und umgesetzt wird. Meine Diagnose? Konzeptionslose Digitalisierung als Ausdruck politischen Aktionismus. Ist das etwa Ihr Weg hin zu größerer Bildungsgerechtigkeit, verehrter Herr Professor? Zum Punkt 4 des Antrags, dort heißt es, dass das Programm pädagogisch selbstständige Schulen um die Möglichkeit zur Einrichtung von Zentren für die digitale Unterrichtspraxis ergänzt werden soll. Das hört sich erst einmal sehr gut an. Aber die Landesregierung sattelt mit diesem Programm ein totes Pferd. Denn im Rahmen des Haushaltsänderungsantrags 2073-17 der Fraktion der FDP wird festgestellt, Zitat, die Umwandlung in eine pädagogisch selbstständige Schule haben bisher lediglich 18 Schulen in Anspruch genommen und damit viel weniger Schulen als mit 30 pro Jahr ursprünglich vorgesehen. Es zeigt sich damit, dass das Projekt der pädagogisch selbstständigen Schulen nicht erfolgreich ist. Zitat Ende. Folgerichtig seien die hierfür vorgesehenen Stellen zu streichen. Dieses tote Programm, welches von den Schulen offenbar nicht angenommen wird, nun um ein weiteres ergänzen zu wollen, hat sich uns bisher nicht erschlossen. Was hier gänzlich fehlt, meine Damen und Herren, der Landesregierung ist eine klare ordnungspolitische Rahmen- und Zielsetzung. Meine Damen und Herren, es muss immer wieder betont werden, Sie verwalten lediglich das Ihnen überlassene Geld der Steuerzahler. Und es ist nun einmal Ihre verdammte Pflicht, dieses sorgsam und zielgerichtet zum Wohle unserer Kinder einzusetzen. Unsägliche, ideologiebasierte bildungspolitische Experimente haben bereits Milliarden unseres Volksvermögens verschlungen und nichts als eine Verschlimmbesserung unseres Bildungssystems bewirkt. Zum Punkt 5 Ihres Antrages. Ja, die Anzahl der ausgelieferten digitalen Endgeräte ist uns mittlerweile hinreichend geläufig. Die Landesregierung blieb jedoch bisher die Antwort auf die eigentlich relevante Frage schuldig, wie viele dieser Geräte denn tatsächlich im Einsatz sind. Original verpackte und eingeschweißte Rechner mit leeren Festplatten, gelagert in Hausmeisterbüros oder Schulkellerräumen, nutzen nämlich niemandem etwas. Beispiel im Rahmen der Sitzung des Schulausschusses des Kreistages des Rheingau-Taunus-Kreises vom Ende letzten Jahres wurde von Verwaltungsvertretern festgestellt, dass von den bislang in ihren Zuständigkeitsbereich ausgelieferten 1.637 digitalen Endgeräten für Lehrkräfte gemäß einer vorliegenden Fernanalyse 30% bisher nicht aktiviert worden seien. Eingedenk dessen harren wir erwartungsvoll der Antwort auf unsere Kleine Anfrage zur Praxis der Bereitstellung digitaler Endgeräte für die hessischen Lehrkräfte.
Meine Damen und Herren, die bereits in frühen Plenardebatten aufgezeigte Diskrepanz zwischen Anspruch und tatsächlichem Handeln der Landesregierung hinsichtlich der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit wird durch den vorgelegten Entschließungsantrag erneut bestätigt und lässt uns mit der Frage zurück, welches Leitmotiv dessen Erstellung wohl zugrunde gelegen haben mag. Dieser Entschließungsantrag erweckte in meiner Fraktion den Eindruck einer Zusammensetzung aus wohlbekannten Versatzstücken, aus Vorbemerkungen und Antworten der Landesregierung auf Kleine Anfragen und Berichtsanträge. Die Erzeugung positiver Gefühle beim Leser in Bezug auf das Handeln der Landesregierung ist unseres Erachtens die einzige zugrunde liegende Absicht. Die Tatsache, dass dieser Entschließungsantrag zum Verhandlungsgegenstand einer parlamentarischen Debatte erhoben wird, stimmt uns sehr nachdenklich. Der Antrag der schwarz-grünen Regierungsfraktionen zeigt nämlich weit mehr von ihrer konzeptionellen Lehre auf, als es ihren Vertretern recht sein kann. Er erfährt da gänzlich überflüssig unsere strikte Ablehnung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Scholz. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke, die Kollegin Kula. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind ja mittlerweile, was Selbstbeweihräucherung angeht, einiges von der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen von CDU und Grünen gewöhnt. Aber ich muss schon sagen, dieser Antrag ist einfach nur dreist. Einfach nur dreist, meine Damen und Herren. Der Antrag zeugt einmal mehr davon, wie weit entfernt sich die Antragsteller von CDU und Grünen von der Realität an unseren Schulen entfernt haben. Sie übernehmen auch eins zu eins den Sprech aus dem Kultusministerium. Ich weiß nicht, ob es jemand aus dem HKM geschrieben hat. Aber scheinbar gibt es da nicht einmal einen Realitätscheck. Dass der Kultusminister in Bezug auf unsere Schulen schon lange in einem Paralleluniversum lebt, das wissen wir schon lange. Und es hat auch jüngst mit seinen Ausführungen zu der Pandemiesituation an unseren Schulen das noch einmal bewiesen, als er erneut behauptete, die Schulen seien keine Orte, wo Infektionen entstehen. Was ist das denn für eine haarsträubende Behauptung angesichts der Lebensrealität von Familien und Lehrerinnen und Lehrern, die tagtäglich genau das Gegenteil erleben, meine Damen und Herren, eine haarsträubende Behauptung. Und auch dieser Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, der zeugt von absoluter Realitätsverweigerung. Nein, nicht erst durch die Pandemie kam das Thema der Digitalisierung der Schulen auf. Smartphones, Tablets und Laptops gehören schon lange zur Lebensrealität, auch in den Schulen dazu. Aber die digitale Ausstattung von Schulen durch Schulträger, Land und Bund wurde komplett verschlafen. Vor der Pandemie gab es oft nicht einmal funktionsfähiges WLAN an den Schulen. Und auch heute ist das noch keine Selbstverständlichkeit. Gerade an den Grundschulen fehlt es immer noch an Grundlegendem. Und es reicht eben auch nicht, immer wieder mit dem Finger auf die Schulträger zu zeigen. Es gibt einen enormen Sanierungs- und Investitionsbedarf an den hessischen Schulen. Und wir wissen leider nicht, wie hoch der ist insgesamt, weil sie sich ja weiterhin weigern, das einmal zu erheben. Aber die GEW schätzt allein den Sanierungsbedarf auf etwa 4 Milliarden Euro. Und da ist der Investitionsbedarf an digitaler Ausstattung noch nicht einmal mit inbegriffen. Und solche Investitionssummen können die Schulträger gar nicht alleine stemmen. Grundsätzlich haben sie das ja auch verstanden. Sie haben Bundesprogramme wie die kommunalen Investitionsprogramme mit Landesmitteln aufgestockt. Aber zum Großteil waren das eben immer Mittel vom Bund und nicht vom Land. Und ähnlich ist das auch beim Digitalpakt, bei dem das Land und die Schulträger die Bundesmittel um jeweils 12,5% aufgestockt haben. Und da werden dann immer enorm hohe Summen bemüht. Beim Digitalpakt stehen für hessische Schulen insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung. Rechnet man das aber einmal runter auf die einzelne Schülerin, auf den einzelnen Schüler, dann sind das gerade einmal 109 Euro pro Jahr. 109 Euro pro Schülerin und Schüler, und das wird schlichtweg nicht ausreichen, um das, was jahrzehntelang verschlafen wurde, aufzuholen, meine Damen und Herren. Das ist aber auch nicht das einzige Problem an dem Digitalpakt. Das ganze Antragsprozedere war dermaßen kompliziert, dass jetzt, 2 Jahre später,
und erst nach einem Einsatz einer Taskforce die Schulträger die Mittel abrufen. Schulen mussten pädagogische Konzepte vorlegen, um zu beweisen, dass sie diese Digitalisierungsmittel auch wirklich brauchen. Was ist das denn für ein Irrsinn? Statt im Vornherein zu erheben, wie hoch der Investitionsbedarf denn an den Schulen ist und dann die nötigen Mittel einfach bereitzustellen, muss der Bund mit einem Programm einspringen, dessen Mittel dann maximal bürokratisch, umständlich und auch aufwendig abgerufen werden müssen. Kein Wunder, dass unsere Schulen im Vergleich zu Ländern wie beispielsweise Estland in Teilen wortwörtlich noch in der Kreidezeit verblieben sind. Und das muss sich ändern. Da muss auch das Land endlich die eigene Verantwortung anerkennen, statt immer wieder mit dem Finger auf oft klamme Schulträger zu zeigen. Aber auch während der Pandemie ging das Ganze gerade so weiter. Es wurden sogenannte Annexe, also Anhänge zum Digitalpakt, verabschiedet, weil man festgestellt hat, dass die Fördermöglichkeiten, die man geschaffen hat, viel zu starr waren, um damit auf die Pandemie zu reagieren. In einem Annex ging es darum, bedürftige Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten. Zu entscheiden, wer bedürftig ist oder nicht, das hat man mal nebenbei den Schulträgern und Schulen aufgebürdet, sodass jetzt ein Wildwuchs- und Flickenteppich der Versorgung mit Tablets entstanden ist. Auf manchen Tablets gab es gar keine Betriebssysteme oder die für den Distanz- und Wechselunterricht nötigen Programme fehlten. Und vor allem hat man diese Geräte eben nicht mit mobilem Internet, also einer SIM-Karte, ausgestattet. Kinder ohne WLAN oder mit schlechtem WLAN zu Hause konnten deswegen oft dann doch nicht am Fernunterricht teilnehmen. Und Sie trauen sich sogar noch von Bildungsgerechtigkeit zu sprechen in dem Antrag. Ich finde das wirklich frech. Insgesamt wurden 87.300 Tablets für bedürftige Schülerinnen und Schüler angeschafft, und das bei über 600.000 Schülerinnen und Schülern. Also nicht mal 20% der Schülerinnen und Schüler hat in der Pandemie ein Leihgerät erhalten. Und dabei ist jedes fünfte Kind in diesem Land von Armut betroffen. Also damit sollten Sie sich wirklich nicht schmücken. Und die Ausstattung mit Lernmitteln für die Schule ist auch keine Sozialleistung. Vielmehr gibt es in Hessen die Lernmittelfreiheit. Das heißt, Lernmittel müssen vom Land zur Verfügung gestellt werden. Und da bitte ich Sie doch endlich anzuerkennen, dass auch bei digitalen Lernmitteln die Lernmittelfreiheit gilt, und stellen Sie allen Schülerinnen und Schülern ein anständiges und einsatzbereites Leihgerät zur Verfügung. Ein weiterer Annex zum Digitalpakt wurde verabschiedet, weil man realisiert hat, dass die Lehrkräfte zur Vorbereitung von Wechsel- und Distanzunterricht immer noch Privatgeräte nutzen mussten. Jetzt, 40 Jahre nach Erfindung des Laptops, wurden endlich auch für Lehrerinnen und Lehrer dann Dienstlaptops oder Tablets bereitgestellt. Immerhin, könnte man mal meinen. Aber auch das haben sie leider in den Sand gesetzt. Denn von den 65.600 angeschafften Laptops wird kaum einer im Arbeitsalltag wirklich genutzt, weil sie schlichtweg unbrauchbar sind. Notwendig Programme wie beispielsweise Word, also so ein Programm, wo man mal was schreiben kann, oder andere Anwendungen können nicht von den Lehrkräften installiert werden. Und auch die zur Verfügung gestellte Dienst-E-Mail kann über viele dieser Laptops überhaupt nicht abgerufen werden. Das ist doch, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, absolut bekloppt. Jetzt will ich gar nicht anfangen, über das Chaos rund um das Schulportal oder das Videokonferenzsystem zu sprechen. Ich meine, die Funktionen des Schulportals sind immer noch nicht für alle Schulen offen. Ein Videokonferenzsystem lässt immer noch auf sich warten. Was ein Chaos. Und weil man es als Kultusverwaltung selbst 2 Jahre lang nicht auf die Kette gebracht hat, pädagogische Konzepte für Distanz- und Wechselunterricht, für digital gestützten Präsenzunterricht auszuarbeiten, will man das jetzt auf die sogenannten pädagogisch selbstständigen Schulen abwälzen, die Zentrum für digitale Unterrichtspraxis werden sollen. Die müssen sich dann auch selbst verpflichten, ich zitiere, andere Schulen in der Umsetzung digitaler Vorhaben zu unterstützen und digitale Praxiszentren, Hospitationen, Unterstützung und Beratung anzubieten. Das wird angesichts der enormen Belastung für Schulen bei akutem Lehrkräftemangel bestimmt einen regelrechten Run darauf geben, vor allem weil sich ja bisher das Interesse an diesen pädagogisch selbstständigen Schulen wirklich eher in Grenzen gehalten hat. Bislang sind es ganze 18 Schulen, die daran teilnehmen. Im Koalitionsvertrag erhofften sie sich noch 30 Schulen im Jahr. Und das ist doch jetzt vollkommener Humbug, wenn diese Schulen jetzt die Aufgabe der Kultusverwaltung übernehmen sollen, um Unterrichtskonzepte zu erarbeiten. Sie können nicht immer wieder die Verantwortung, die sie tragen, Herr Lorz, auf irgendwelche Schulen abwälzen. Das geht doch gar nicht. Und
dass sich jetzt die Regierungstragenden von Fraktionen von CDU und Grünen hier wirklich auch noch selbst über den grünen Klee loben, und obwohl das, was bei Schulen ankommt, für viele eher eine Farce ist, und gerade in so einem reichen Bundesland wie Hessen, das ist wirklich schwer erträglich. Und die Hessinnen und Hessen, die in den letzten Jahren als Schüler, Lehrer oder Eltern mal eine Schule von innen gesehen haben, die können über diesen Antrag, wenn sie ihn denn mal zu Gesicht bekommen, sicher nur noch zynisch lachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kula. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Geis für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich den Entschließungsantrag zur Digitalisierung unserer Schulen gelesen habe, auf den ich mich jetzt beziehe. Ausgerechnet die CDU und Bündnis 90 die Grünen kommen mit einem Antrag zum Thema Digitalisierung an hessischen Schulen um die Ecke, nachdem sie jahrelang bei dem Thema auf der Bremse gestanden haben. Zu den dringend erforderlichen, vielen Dank, medienpädagogischen Konzepten und sinnvollen digitalen Angeboten für unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Schulen gab es bisher eine Fehlanzeige. Einen traurigen Höhepunkt erreichte das Thema vor Kurzem mit dem Vorhaben, und ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, weil es einfach erwähnt werden muss, datenschutzkonforme Videokonferenzsysteme an hessischen Schulen einzuführen. Dieses Vorhaben ist bis jetzt krachend gescheitert, und für das Vorhaben muss jetzt eine neue europaweite Ausschreibung erfolgen. Und an der Stelle kann ich Ihnen leider auch nicht ersparen, dass unser größter Ärger dabei der Salamitaktik des Kultusministers bei den Informationen dazu geschuldet war. Länger als ein Jahr haben wir in jedem KPA nachgefragt, wie der Stand ist. Ja, über Monate haben wir die Antwort bekommen, alles ist gut. Anderslautende Informationen kamen immer dann, wenn es nicht mehr zu verhindern war. Dann hat der Kultusminister ein Scheibchen von der Salami abgeschnitten und weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Zuletzt ganz kurz vor Weihnachten bei der schriftlichen Beantwortung meiner mündlichen Frage nach den Gründen, weswegen eine europäische Neuausschreibung erfolgen muss. Ich darf aus Ihrer Antwort zitieren. Die Vergabekammer des Landes Hessen stellt in ihrem Beschluss vom 24. August 2021 in erster Instanz Verstöße gegen das Vergaberecht fest. Hierbei kommt sie nach der ihr vorliegenden Aktenlage zu dem Schluss, dass bei der Erstellung der Vergabeunterlagen und insbesondere dem sogenannten Vergabevermerk, der die Entscheidung für den Zuschlag begründet, Ermessensfehler vorlägen. So viel zum zügigen Ausbau digitaler Bildungsangebote an den hessischen Schulen, insbesondere in der Pandemie. Und das als Erfolg. Und das als Erfolg zu feiern, zeugt schon von einem sehr besonderen Humor. Sie beschreiben in Ihrem Antrag zu Beginn, dass uns die Pandemie verdeutlicht hat, wie wichtig digitale Vernetzung, gleichberechtigte Teilhabe an dieser und ein reflektierter Umgang mit digitalen Medien ist. Und da kann man nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und Bündnis 90 die Grünen, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Da muss ich Ihnen ausnahmsweise einmal recht geben. Das hat uns die Pandemie sehr wohl und sehr deutlich gezeigt. Bedauerlich ist nur, dass die SPD-Fraktion Ihnen das schon lange vor Ausbruch der Pandemie gesagt hat. Die digitale Transformation haben wir nicht erst seit gestern auf der Agenda. Aber die Landesregierung meinte es besser zu wissen. So kam es, dass das Kultusministerium sich überfordert der Herausforderung stellen und einen Notfallplan entwickeln musste. Das hat Zeit, Ressourcen und Nerven gekostet, und das für alle Beteiligten. Wir müssen uns einmal vor Augen führen, dass das Voranschreiten der Digitalisierung in Hessen in den letzten zwei Jahren nur möglich war, und auch das kann ich Ihnen leider nicht ersparen, Herr Feilmann, weil der Bund die notwendigen Mittel locker gemacht hat. Im Zuge des Digitalpakts erhält Hessen die, wie Sie es genannt haben, überschaubare Summe von 372 Millionen Euro vom Bund. Eine Menge Geld, wenn Sie mich fragen. Hessen stockt um 25% auf statt um 10%.
Das kann man jetzt gönnerhaft nennen, aber sind wir mal ehrlich, das ist auch bitter nötig. Und dazu kommt, dass die Hälfte des hessischen Beitrages dazu von den Schulträgern gestemmt werden musste. Es ist richtig erkannt, dass das Einsetzen digitaler Hilfsmittel an Schulen viel stärker auf individuelle Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eingehen kann. Schulklassen sind keine homogenen Gebilde. Jeder Schüler und jede Schülerin hat ein unterschiedliches Lerntempo, andere Stärken und Schwächen und eine unterschiedliche Herangehensweise, den Lerninhalt zu verinnerlichen. Digitale Hilfsmittel sind hier eine Chance und können hierbei Abhilfe schaffen und individuell fördern sowie die Stärken jeder Einzelnen gezielt unterstützen. Das Ganze wird abgerundet durch das Know-how einer digital geschulten Lehrkraft. Aber auch darauf wurde viel zu lange keinen Wert gelegt. Vielmehr haben sich Lehrkräfte aus eigener Kraft mit dem Thema auseinandergesetzt, weil sie es für richtig und wichtig erachten. Das war nicht selbstverständlich und führte dazu, dass die Schulen in Hessen digital auf einem unterschiedlichen Stand waren. Schulen wurden während der Pandemie unzureichend unterstützt. Das haben wir als SPD-Fraktion dauerhaft eingefordert, dass die Landesregierung und das Kultusministerium seine Hausaufgaben macht und schnell und verlässlich auf neue Entwicklungen reagiert. Auch hier leider Fehlanzeige. Ich kann unseren Lehrkräften nur ein großes Dankeschön aussprechen, dass sie in der Krise im Sinne der Schülerinnen und Schüler am Ball geblieben sind und stets alles dafür getan haben, damit gutes Lernen in Pandemiezeiten weiterhin möglich war. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Schülerinnen und Schüler nicht untergehen, auf ihren Abschluss vorbereitet werden und an sich glauben. Es war sicherlich nicht einfach. Das Chaos hätte man früher in den Griff bekommen können. Aber auch das erzähle ich Ihnen nicht zum ersten Mal. Es ist weiterhin wünschenswert, dass die Landesregierung auch in Zukunft ein breites Fortbildungsangebot für Lehrkräfte bereithält, in denen es um kontinuierliches Aneignen digitaler Kompetenzen geht. Damit Kinder und Jugendliche eine gute schulische Ausbildung erhalten und in der digitalen Welt zurechtkommen. Damit Lehrkräfte nicht im Regen stehen gelassen werden und optimal auf die Herausforderungen der heutigen Zeit vorbereitet werden. Und damit Schule ein Ort des Voneinanderlernens und der Förderung persönlicher Stärken ist. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die Pandemie die digitale Entwicklung an Schulen zwar angestoßen hat, das Nutzen digitaler Möglichkeiten im Klassenzimmer und zu Hause aber nicht auf die Zeiten der Pandemie beschränkt werden können. Im Gegenteil. Auch darüber hinaus wird das Nutzen digitaler Endgeräte im Unterricht, Lernen über Plattformen und Apps und eine gute Medienkompetenz ein wichtiger Baustein schulischer Bildung sein müssen. Diese Entwicklung ist sinnvoll und vor allem ein hilfreiches Instrument zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern. Das bedeutet nicht, wie das der eine oder andere formuliert, dass wir zukünftig keine Schulgebäude mehr brauchen und die Kinderzimmer in digitale Klassenzimmer umwandeln. Nein, das heißt nur, dass wir digitale Kompetenzen an hessischen Schulen ausbauen und das Schulsystem an die aktuellen Standards anpassen müssen. Facebook, Instagram und Co. nehmen mittlerweile einen großen Stellenwert bei Kindern und Jugendlichen ein. Wir nutzen Online-Banking, shoppen Kleidung, Bücher und Möbel online oder buchen digital unseren nächsten Sommerurlaub. Wir erfahren Hass und Hetze in den sozialen Medien, müssen wahr von falsch unterscheiden und werden durch das Preisgeben von Daten immer gläserner. Dass Schülerinnen und Schüler lernen müssen, damit umzugehen, mit Laptop und Tablet Unterrichtsinhalte digital abzurufen, zu differenzieren, Risiken zu erkennen und Chancen zu nutzen, ist im Jahr 2022 längst überfällig gewesen. Führen wir uns noch einmal vor Augen, ohne Corona wäre in Hessen die digitale Entwicklung weiterhin verschlafen worden. Doch wer hat die Rechnung dafür bezahlt? Unsere Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und nicht zuletzt die Eltern, die vor massiven Herausforderungen gestellt wurden. Sie haben ausbaden müssen, dass zu lange nichts für den digitalen Fortschritt getan wurde. Zu lange war das Motto Verwalten statt Gestalten, und das kam unseren Schulen und unseren Schülerinnen und Schülern nun teuer zu stehen.
Wir sollten nun alles daran setzen, dass die Kinder und jungen Menschen in Hessen eine gute schulische Ausbildung erhalten und diese optimal digital gestützt wird. Ich spiele den Ball daher zurück zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Lassen Sie Ihrem Antrag Taten folgen. Zeigen Sie uns, dass Sie Digitalisierung nicht nur auf dem Papier wichtig finden, sondern auch verantwortungsbewusst die Umsetzung voranbringen. Dazu gehört im Übrigen auch die Unterstützung der Schulträger bei der Verstetigung des Digitalpaktes in den kommenden Jahren. Dazu haben wir bisher noch kein Wort von Ihnen gehört. Die SPD-Fraktion hat in den vergangenen zwei Pandemiejahren oft genug aufgezeigt, wie die Digitalisierung an Schulen zu handhaben ist, welche Potenziale es gibt und worin die Vorteile liegen. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Geis.